sehr erfolgreiche Transfers haben hier einen Umschwung gebracht. Drei Transfers, von denen der letzte erst heute absolviert wurde, nämlich der junge ungarische Torhüter Szabolcs Szafa ist verpflichtet worden. Er hat noch nicht gespielt, aber ein anderer dafür war von Beginn an dabei, Valdas Ivanauskas. Nicht nur Ivanauskas feiert bei den Salzburgern sein Debüt, auch Angel Leszczak als Libero von Beginn an dabei. Der neue Tormann der Salzburg ist ab nächster Runde spielberechtigt. Szabolcs Szafa von Vasas Budapest, sechsfacher Teamspieler. Salzburg hat damit alle Transfers im Hinblick auf das Champions League Qualifikationsspiel unter Dach und Fach. Und hier der erste gute Schuss von Lessig. Guter Besuch bei diesem Spiel. Irgendwas ist in der Südstadt anders. Salzburg in sehr offensiver Einstellung. Das zeigt die Aufstellung. Winkelhofer, ein Verteidiger, sitzt auf der Bank. Taktisch beginnt Salzburg ähnlich wie im Heimspiel gegen Rapid. Und Aigner verletzt sich hier in der Anfangsphase des Spiels. Für ihn kommt Winkelhofer. Winkelhofer also nur wenige Minuten auf der Bank und ja, ein üblich ernster Trainer Heribert Weber. Kieder, Leszczak kommt mit nach vorne, Graf, Handspiel reklamiert Leszczak. Hier in dieser Szene, Graf springt in den Ball, geht aber mit der Hand vom Ball weg, eine richtige Entscheidung von Schiedsrichter Almer. Ivanauskas. Vorweggenommen kann man sagen, er fügt sich nahtlos in das Spiel ein, wirkt nicht als Fremdkörper, wirkt homogen, sehr beweglich. Foul an Kitzbichler. Aigner rutscht ihn da in dem Lauf hinein, versuchte den Ball zu spielen, aber dennoch gibt es für ihn die gelbe Karte von Schiedsrichter Almer. Freistoß, Ammerhauser. Ähnliche Szene wie gegen Rapid, aber diesmal kommt der Klaus nicht so leicht zum Kopfball. Wird sehr gut von seinem Bewacher Hieblinger abgedeckt, abgeschirmt. Gucki spielt auf Ivanauskas, Hieblinger spielt auf Gida, Graf spielt auf Klaus. Gida, hier sehen wir gleich das Duell. Schuss von Lessig und abgefälscht von Ivanauskas. Ist das ein Einstand von Ivanauskas, 24. Minute, erstes Auswärtstor der Salzburger. Lessig reißt der Ball da ab und Ivanauskas steht goldrichtig, ungedeckt. Ondruschka, keine Chance hier an den Ball zu kommen. Ja, ein Debüt nach Maß für Valdas Ivanauskas. Aigner und super reagiert von Suslo. Admira wechselt jetzt die Taktik, versucht nach vorne zu spielen, versucht Druck zu machen. Und das gelingt Admira Mödling recht gut. Aigner und Foul von Lessig. Schiedsrichter Almer entscheidet sofort auf Elfmeter. Keine richtige Entscheidung. Foul an Aigner und Elfmeter. Das Ganze in der 30. Minute. Chuck. Und 1:1 der Spielstand. Ausgleich. Durch Admira Mödling Libero, Manfred Csak. Suslov hat die Ecke erraten, aber der Schuss von Manfred Csak war zu scharf, zu platziert. Heribert Weber, ernst, maximal konzentriert, wäre ein Thema für ein neues Max-Mobil-Gewinnspiel. Derjenige, der Heribert Weber während eines Salzburg-Spiels lächeln sieht, erhält ein Handy und lebenslange Gebührenbefreiung. Eine Preisschance wahrscheinlich geringer als 6 aus 45. Weiter Einwurf der Salzburger. Ammerhauser. Von der Neuverpflichtung des ungarischen Tormanns wussten beide Torhüter vor dem Spiel nicht Bescheid. Bald zum ersten Mal, dass der ungarische Nationaltorhüter, glaube ich, dass der verpflichtet worden ist. Ja, das ist, ich muss sagen, sehr ungut für mich. Nach dem Seitenwechsel spielt Aufhauser bei Wüstenrot Salzburg statt Klaus Ivanauskas. Immer wieder, wenn gefährliche Szenen von den Salzburgern ausgehen, dann ist Ivanauskas mit dabei. Stellt sich hier geschickt außerhalb des Spielfelds, um die Abseitsregel aufzuheben. Hörmann, Kogler und wieder Ivanauskas.
aber kein Problem für Andersson. Wirkt jetzt schon ein bisschen müde, Ivan Auskas. Zeigt auch dem Trainer an, dass er ausgewechselt werden möchte. Foul an Graf von Winkelhofer. Ogris, langgezogene Flanke und Aigner verfehlt da ganz knapp. Ja, Admira wird im Verlauf des Spiels selbstsicherer, traut sich mehr und wird dadurch für die Salzburger gefährlicher. Hier hat wirklich nicht viel gefehlt und Aigner hätte diesen langgezogenen Flankenball noch erwischt. Dann kommt der Wechsel, Ivan Auskas, sehr gelungenes Debüt und für ihn kommt Jurcevic. Hörmann rackert wie eh und je im Mittelfeld. Dann Jurcevic, Binder außen. Typische Situationen für Jurcevic, da hat er aber Pech, trifft die Stange, geht innen vorbei. Da kommt Binder nicht mehr zum Ball, da wäre Ondruschka chancenlos gewesen. Also Glück für Admira Mödling in dieser Szene. Mraz, Binder, der ein bisschen nach außen ausweicht. Lederer, Tor! 2:1 für Admira Mödling, aber Schiedsrichter Almer aberkennt den Treffer. Der Grund, Lederer fault hier, Kitzbicher Stoß, Kitzbicher weg. Scheint eine richtige Entscheidung nach diesem Bild. Aber Kinger spürt, da ist was drinnen. Dann Foul an Schwellenzartl, der kurz vor Spielende für Ogris ins Spiel genommen wurde von Kinas. Chuck. Suslov, lass den Ball abklatschen, Schwellenzartl, 2:1 für Admira Mödling. Wenige Minuten vor Ende des Spiels. Die Überraschung in der Südstadt, hier der Schuss und da wieder ein typischer Fehler von Suslov, lässt den Ball wegspringen und Schwellenzartl zur Stelle. 2:1. Admira Mödling besiegt Wüstenrot Salzburg mit 2:1. Und das nach 15 Duellen, in denen die Casino Salzburg eigentlich immer, oder wie sie jetzt heißen, Wüstenrot Salzburg, erfolgreich geblieben sind. Seit Oktober 1993 der erste Erfolg von Admira Mödling. Ja, gelächelt hat sicher der Herbert Weber auch nach dem Spiel nicht. Schon eher vielleicht sein Gegenüber, der Mann mit der goldenen Hand, Wolfgang Kinas. Salzburg war haushoher Favorit, das war uns ja bewusst. Ich habe Salzburg am Sonntag gegen Rapid gesehen und da haben sie eine fantastische Leistung geboten. Nur habe ich gewusst, dass in meiner Mannschaft auch ein guter Kern steckt und der hätte eigentlich in Linz schon belohnt werden müssen mit einem Punkt. Und heute haben wir eigentlich mit Glück 3 gemacht. Aus Ihrer Sicht also eine vollkommen unverdiente Niederlage? Ja, ich glaube, wer es anders gesehen hat heute, der hat dieses Spiel nicht gesehen, aber Fußball ist eben so, dass man erst die 90 Minuten spielen muss. Deswegen ist es auch sehr schön, in diesem Sport tätig zu sein. Aber auf der anderen Seite ist es eben so, dass es für uns schon sehr deprimierend ist, wenn man so ein Spiel noch aus der Hand gibt. Einmal zu Ihrer persönlichen Leistung. Sind Sie persönlich mit Ihrer Leistung heute zufrieden? Überhaupt nichts. Also mir war wichtig, also ganze Mannschaftsleistung und wir haben also unsere Möglichkeit gespielt. Obwohl, ganz klar, ich habe ganz klar in einem Tor gespielt, aber habe nach 1:0 nicht unsere Chance genutzt. Sie haben jetzt auch einen neuen Torhüter verpflichtet. Was ist der Grund dafür? Den hat man heute gesehen. Klare Worte von Heribert Weber. Wir haben die ersten beiden verbindet eines. Sie sind zwei.